Die Mods sind da und damit ganz herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming mit einem weiteren Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Wir haben es heute zu tun mit 28 neuen Mods und 4 Updates. Bevor wir jedoch starten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Max, Thomas, Judima, Maxi, Christoph und Olips für die Abos. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Wir starten wie immer erstmals mit den Updates. Und zwar kommt das erste Update für die Karte Umbrian Valley. Diese kommt von Gamer Designs. Downloadgröße 139,66 MB in der Version jetzt von 1.0.0.2 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, einige Geländeprobleme behoben, Ackerland repariert, korrigierte Felder, um sie an neues Ackerland anzupassen, Verkaufssymbole an den Hafenverkaufsstellen behoben, einige schwebende Bäume behoben, in einer Straße zur Insel hinzugefügt, schwimmende Requisiten entfernt und eine neu gestaltete Übersicht. Das zweite Update kommt für den Seppi M Multipla S9. Dieser kommt von Black Ice Modding. Downloadgröße 18,24 MB in der Version jetzt von 1.0.5.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, einige Fehler behoben, 2D- oder 3D-Kettenkonfiguration hinzugefügt, visuelle Verbesserungen, neues Modell hinzugefügt, den S9200 Basis für den Einsatz in Reihen von Obstplantagen und Weinbergen. Das nächste Update kommt für die Milcherweiterung von Yellowneck, Downloadgröße 1,15 MB, jetzt in der Version 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Preis gefixt. Das letzte Update von heute kommt ebenfalls für die Mod von Yellowneck und zwar kaufbare Produkte. Downloadgröße 2,16 MB, jetzt in der Version 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Preise wurden verbessert und neue Produkte wurden hinzugefügt, so zum Beispiel Eierkartonpalette, Traubenpalette, Honigkistenpalette, Salatkistenpalette, Erdbeerkistenpalette, Tomatenbox und Milchpalette. Wir kommen zu der ersten neuen Mod und zwar heißt diese automatischer Blinkerstopp. Dieser kommt von Maro Kraftscherz, Downloadgröße 14 KB in der Version 1.0.1.3 und ist für PC und Mac. Dies ist eine ModHub-Neuerscheinung, daher gehe ich nicht auf die Changelogs ein, sondern sage nur, für was die Mod dient. Und zwar stoppt diese den Blinker eines Fahrzeuges automatisch nach jeder Kurve. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod und zwar heißt diese Safety Bumper 2400 Kilo. Dieser kommt von Kyla Modding, Downloadgröße 2,45 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt dieser Safety Bumper von MMS Agriline, wiegt natürlich 2400 Kilo oder 2,4 Tonnen, kostet 3500 Euro plus 100 Euro für die Farbe. Und zwar bei der Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette und die Designfarbe kann aus der vorwiegenden Grünpalette ausgewählt werden. Die Designfarbe betrifft diese Dekoration hier und das war's schon zu dieser neuen Mod. Wir kommen zum John Deere Frontgewicht 900. Klar, es wird hier hinten angehängt, aber das ist ja nicht wichtig. Diese kommt von Langreo Modding, Downloadgröße 1,09 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Gewicht natürlich mit 900 Kilogramm und kostet 1900 Euro. Beim Design kann hier geändert werden von Standard auf Leitstäbe. Das sind also diese zwei Stäbe hier. Und wieder zurück zu Standard. Die Hauptfarbe kann gewählt werden zwischen Grün, Schwarz, Orange und Grau. Wir kommen zum Massey Ferguson 5700er M. Dieser kommt von KRKZ Modding, Downloadgröße 8,68 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Kompakt-Traktor mit einer Leistung von standardmäßig 115 PS, wird manuell und lastgeschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 125 Litern, 15 Litern DEF, 40 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit und das Gewicht liegt bei 4 Tonnen. Der Preis 60.000 Euro. Hier kann ein Frontgewicht hinzugebaut werden, entweder ja oder nein. Und dieses Gewicht wiegt 300 Kilo. Die Reifen können gewählt werden zwischen Michelin Continental Mitas, Vredestein, Nokin und Trelleborg. Dann kann der Kotflügel hinten verbreitert werden, ja oder nein. Dann kann ein Frontlader angebaut werden von Quickie oder von Hauer. Die Motorenausführung haben wir den 57 Elfer mit 115 PS.
den 12er mit 125 PS und den 13er mit 135 PS. Die Hauptfarbe kann gewählt werden zwischen den Standard, Schwarz, Silber, Grün, Weiß und Kommunal. Die Designfarbe hat dieselbe Auswahl und die Felgenfarbe kann gewählt werden zwischen Standard, Silber, Schwarz, Beige, Weiß und Kommunal. Wir kommen zum Lizard Buffalo RX 2470 HD Plus. Dieser kommt von Partson V3. Downloadgröße 11,41 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Anhänger Miststreuer mit einem Volumen von 24 Kubikmetern, einem Gewicht von 10,7 Tonnen, braucht 160 PS, hat eine Sprüh- oder Streuweite von 14 Metern, Arbeitsgeschwindigkeit bei 16 km/h und der Preis ist bei 62.500 Euro. Bei der Konfiguration kann die Streueinheit hinzugebaut werden, das ist diese hier. Die Reifenhersteller konnten gewählt werden zwischen Michelin, BKT, Vredestein und Trelleborg. Und beim Design kann hinzugefügt werden ein paar Scheinwerfer, das sind diese hier, damit man auch ein besseres Arbeitslicht hat im Dunkeln. Wir kommen zum Tenwinkel-Gewichtepaket. Dieses kommt von Vertex Design, Downloadgröße 6,82 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Gewichtepaket mit einigen verschiedenen Gewichten. Und zwar starten wir erstmal mit dem Tenwinkel 900. Wiegt 900 Kilogramm und kostet 690 Euro. Hier kann eine Anhängerkupplung vorne hinzugebaut werden oder ja oder nein. Und die Hauptfarbe kann gewählt werden zwischen dunkelgrau, grau und hellgrau. Dann gibt es das 1250er, wiegt 1,3 Tonnen, kostet 890 Euro und hat dieselben Farbkonfiguration wie vorhin. Dann gibt es das 1450er, wiegt 1,5 Tonnen, kostet 1090 Euro und hat dieselbe Farboption. Dann kommt das Drive-In 800. Dieses kommt mit dem Gewicht von 800 Kilogramm und kostet 890 Euro. Hier kann noch zusätzlich Gewicht hinzugebaut werden, und zwar zwischen 0 Kilo, 400 Kilo und 600 Kilo. Die Farboption ist wie gehabt. Dann haben wir das Drive-In 1000, kostet 1090 Euro, hat dieselbe Option mit dem zusätzlichen Gewicht wie vorhin, also einmal 400 und einmal 600 Kilo. Und die Farboption ist dieselbe. Dann kommen wir zum FP600, das ist dieses hier, wiegt 600 Kilo und kostet 690 Euro. Die Hauptfarbe, da haben wir dieselbe Palette wie vorhin. Dann das FP800er, das wiegt natürlich 800 Kilogramm und kostet 890 Euro. Dann gibt es das 900er, das kostet 1090 Euro, das ist natürlich 900 Kilo. Und dann kommt noch zu guter Letzt das FP1000er. Das wiegt natürlich eine Tonne und kostet 1190 Euro. Wir kommen zum Lizard XT2. Dieser kommt von Xentro. Downloadgröße 5,02 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Dieser Ballensammelwagen wiegt 5,4 Tonnen und braucht 150 PS. Preis 16.000 Euro. Ein Ballensammelwagen mit einer PS-Anforderung. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen BKT Vredestein und Trelleborg. Und das Design kann geändert werden zwischen Standard und einer Abtrennung. Um die Auto-Load-Funktion zu aktivieren, einfach die Taste B drücken. Dann haben wir hier die Marker Pickup Space. Das heißt, die Ballen, die da drin sind, werden automatisch geladen. Hier wird angegeben, dass es sowohl für Rund- und Quaderballen gilt. Die Angaben im Text würde ich aber so verstehen, dass es vor allem für Rundballen gilt. Einmal ist die Kapazität für Rundballen mit dem Durchmesser von 1,25 m bei 46, bei 1,50 m bei 34 und bei 1,80 m sind es 26 Ballen. Es gibt keine Angaben bezüglich der Quaderballen, auch die normalen Screenshots, die hier dazu gehören, zeigen keine Quaderballen, sondern nur Rundballen. Wir kommen zum Agromarsch POH 5. Dieser kam vom DDEC 96, Downloadgröße 5,19 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Pflug mit einem Gewicht von 1,8 Tonnen, braucht 150 PS, hat eine Arbeitsbreite von 2,50 m, Arbeitsgeschwindigkeit von 12 km/h und kostet 14.000 Euro. Beim Design kann geändert werden die Pflugschar, und zwar von der Universal-Pflugschar zu der Streifenkörper-Pflugschar und zurück.
Wir kommen zu der Presse- und Ladequaderballenzange. Diese kommt von DTP Mario, Downloadgröße 7,83 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Ballenspieß oder Ballenzange mit einem Gewicht von 100 Kilo und kostet 16.000 Euro. Kann angebaut werden an einen Frontlader, Telelader oder Radlader. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette und diese Greifer ist in der Lage, zwei Quaderballen aufs Mal zu greifen. Wir kommen zu dem Demmler SKM 209. Dieser kommt von Agrarmodding Plugsch LS, Downloadgröße 14,96 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Kipper mit standardmäßig dem Volumen von 40 Kubikmetern, wiegt 7,5 Tonnen und kostet 55.500 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen BKT, Friedestein, Michelin und Trelleborg. Dann das Design kann geändert werden, hier von ohne Glasplatte zu Glasplatte, und zwar betrifft es diese Glasplatte hier. Die Kapazität kann erhöht werden von Standard, und zwar sind die 40 Kubikmeter zu Aufbau und das bringt dann zusätzliche 10 Kubikmeter, also zu 50 Kubikmetern. Die Hauptfarbe kann aus dieser erweiterten Standardpalette gewählt werden und die Felgenfarbe kann gewählt werden zwischen Weiß und Silber. Wir kommen zum Bomech Pack und dieses kommt von Agrario, Downloadgröße 27,24 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Pack mit vier verschiedenen Gülleverteilern. Zum einen dem Multiprofi 2115, wiegt 3 Tonnen, hat eine Arbeits- oder Sprühweite von 15 Metern, Arbeitsgeschwindigkeit 16 km/h und der Preis liegt bei 69.500 Euro. Die Arbeitsbreite kann hier natürlich vergrößert werden von 15 Meter auf 21 Meter. Dann haben wir den Multi 4 XL. Dieser wiegt 4,1 Tonne, hat eine Arbeits- oder Sprühweite von 24 Metern. Die Arbeitsgeschwindigkeit liegt auch bei 16 km/h und der Preis liegt bei 104.000 Euro. Hier kann die Arbeitsbreite erweitert werden von 24 auf 30 Meter und wieder zurück. Dann gibt es noch den Track Pack. Der kommt mit einem Gewicht von 2,9 Tonnen, einer Arbeitsbreite oder Sprühweite von 15 Metern, Arbeitsgeschwindigkeit ebenfalls 16 km/h und der Preis 62.000 Euro. Die Arbeitsbreite hier kann erhöht werden von 15 auf 18 Meter. Wir kommen zu der Autoload IT Runner Plattform. Die kommt von Airshaba, Downloadgröße 3,77 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt diese Plattform in zwei verschiedenen Varianten. Einmal die Autoload Plattform für Fabrikpaletten. Diese hat ein Fassungsvermögen von 34.000 Litern, wiegt 2,4 Tonnen und kostet 3.600 Euro. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus einer matten Palette, und zwar braun, weiß, blau, grün, rot, schwarz, orange, gelb, rosa und grau. Dann gibt es die zweite Plattform, und zwar ist das die Fassplattform, hat ein Fassungsvermögen von 13.500 Litern, kostet 4.200 Euro und kann konfiguriert werden bezüglich dem, was geladen werden soll. Einmal haben wir Flüssigdünger, Pflanzenschutz, Diesel, Wasser, Siliermittel, Flüssigdünger und wieder zum Pflanzenschutz. Die Farbpalette ist natürlich identisch wie zuvor. Wir kommen zum Lizard-Gewichte-Pack. Dieses kommt von Petrovic Chombor, Downloadgröße 1,77 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Pack mit drei verschiedenen Gewichten. Natürlich einmal das Weight 600 Kilogramm, wiegt natürlich 600 Kilo und kostet 505 Euro. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette. Dann gibt es das Gewicht 800 Kilogramm, wiegt natürlich 800 Kilogramm, kostet 560 Euro und hat dieselben Farbkonfiguration wie schon gesehen. Dann kommt etwas Lustiges, obschon das Gewicht 1200 Kilo heißt, hat dieses ein Gewicht von 800 Kilo, kostet 705 Euro und die Hauptfarbe hat natürlich dieselbe Farbkombinationsmöglichkeiten. Ja, ein bisschen komisch, warum sollte man dann 700 Euro bezahlen, wenn man mit 560 Kilo auch 800 Kilo Zusatzgewicht bekommt. Da ist wohl ein Fehler da, da muss wahrscheinlich der Modder nochmal dran.
Wir kommen zum Nutzfahrzeug Auto-Load-Paket. Dieses kommt von Airshaba, Downloadgröße 12,3 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Pack mit zwei Fahrzeugen, und zwar den normalen XUV von John Deere und dem Retriever Autoload Edition von Mahindra. Der John Deere kommt mit einer Leistung von 83 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 42 Litern, 60 km/h Maximalgeschwindigkeit, wiegt 1,1 Tonne und kostet 15.000 Euro. Bei der Fahrzeugkonfiguration kann entschieden werden zwischen Standard 3 Punkt, Autoloading aktiviert oder Autoload plus 3 Punkt. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der schon vorhin gesehenen matten Farbpalette, die Designfarbe natürlich ebenso und die Felgenfarbe kann aus der Standardpalette ausgewählt werden. Dann haben wir den Mahindra, den Retriever, der hat im Prinzip die ähnlichen Leistungsmerkmale wie vorhin. Maximalgeschwindigkeit ist 84 km/h und kostet 12.500 Euro. Hier gibt es nur die Möglichkeit von Standard bei der Fahrzeugkonfiguration auf Autoload zu ändern oder wieder zurück. Und die Hauptfarbe haben wir dieselbe Farbpalette zur Auswahl wie vorhin. Wir kommen zum D6N LGP. Dieser kommt von Genamsk, Downloadgröße 19,46 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt dieser Raupenbagger oder Raupengerät mit einer Leistung von 182 PS, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 390 Litern, 48 Litern DEF, 30 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit und wiegt 12,9 Tonnen. Der Preis 350.000 Euro. Dann kann hier entweder draufgebaut werden ein Aufreißer oder ein Schild. Der Aufreißer kann als Pflug benutzt werden, wiegt 862 Kilo, braucht 140 PS, hat eine Arbeitsbreite von 4 Meter und die Arbeitsgeschwindigkeit von 15 km/h. Der Preis 9.500 Euro. Dann kommt das Schild mit einem Gewicht von 630 Kilo, einer Arbeitsbreite von 4,3 Metern und den Kosten von 2.450 Euro. Wir kommen zum LKW und Anhänger mit Pallet Autoload Pack. Dieses kommt von Dockface, Downloadgröße 25,4 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und das ist ein bisschen komisch, ob schon, dass es hier anzeigt, LKW und Anhänger mit Autoload, Pallet Autoload. Hier zeigt es zwei LKWs an, einmal den Phoenix und einmal den MAN und einen Anhänger. Wenn ich da drauf gehe, kriege ich nur den Phoenix 6x6 Agro Autoload zur Auswahl. Dieser kommt mit einer Leistung von 462 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 440 Litern, 45 Litern DEF, 80 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit und wiegt 10,1 Tonne. Der Preis 129.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, BKT und Trelleborg. Dann die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette und die Felgenfarbe kann gewählt werden zwischen Grau, Chrom, Weiß und Schwarz. Dies ist ein Autoload, das heißt, da sollten im Prinzip alle Fabrikpaletten und so weiter automatisch beladen werden können. Dann sollte es auch noch geben den MAN TGS 18500, Preis 130.000 Euro, Leistung 500 PS und Höchstgeschwindigkeit 80 km/h. Und dazu sollte auch noch kommen den Brandner DT 24073 mit dem Preis von 39.650 Euro. Wir kommen zu der Lizard mobilen Tankanlage. Diese kommt von North Modding Company, Downloadgröße 2,2 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Tank mit einer Kapazität von 970 Litern, wiegt 370 Kilo und kostet 3.500 Euro. Das Design kann geändert werden von Standard auf Gummi-Hubbalken und zurück. Die Marken können gewählt werden zwischen Ponce, John Deere, Komatsu, Rottne und Lizard. Dann kann noch eine Tanknummer hinzugefügt werden, und zwar gibt es die Zahl 1 und die Zahl 2. Die Hauptfarbe, da haben wir die Standardpalette und noch ein bisschen erweitert. Und das war's zu dieser Mod. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod, und zwar heißt dieser automatischer Versand von Tierprodukten. Dieser kommt von Kamikata, Downloadgröße 0,16 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Erweitere deine Stelle um eine Produktion, damit du die Ware automatisch verschicken, verteilen oder direkt verkaufen kannst. Positioniere dazu die Triggerflächen übereinander. Es werden nur neue Paletten verschickt.
beim Platzieren bereits vorhandener Paletten müssen noch einmal manuell bewegt werden. Jedes Gebäude kann intern bis zu 5000 Litern zwischenlagern. Die nächste neue Mod heißt Gebäuderastern. Dieser kommt vom Dumpster Dave, Downloadgröße 15 KB, in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Ermöglicht das Einrasten von Gebäuden und Objekten an einem Platzierungs- und Rotationsraster. Das Raster kann zwischen 0,5 Meter, das ist Standard, 1 Meter, 2, 3, 4 und 5 Meter oder 0 Meter, das wäre dann aus, eingestellt werden. Die Drehung ist einstellbar zwischen 1 Grad, 5 Grad, was Standard ist, 11,25, 22,5, 45 und 90 Grad oder 0 Grad, was dann aus bedeutet, eingestellt werden. Wir kommen zum Werkstoffhof. Dieser kommt von Gwendal, Downloadgröße 22,73 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist dieses zu finden im Baumenü unter Produktion und Verkaufsstationen. Das ist also dieser hier. Fungiert eigentlich als Verkaufsstelle, wo Steine, Holz, Bretter, Möbel, Wolle, Stoffe, Kleidung, Hackschnitzel, Essen, sei es Mehl, Eier, Brot und so weiter, oder Grünabfall verkauft werden kann. Von demselben Objekt gibt es auch noch eine ohne diese Container hier. Das ist dann zu finden unter Tools. Das ist also diese hier. Und diese Station kann dann so benutzt werden, um das Überladen von einem zum anderen Anhänger zu vereinfachen. Okay, schauen wir mal hier rein. Das ist sehr schön hier, das Schiebetor. Dann haben wir hier die Verkaufsstelle für Stein. Wir haben hier für Holzbretter. Dann haben wir hier Stoffe, Wolle und Kleider. Dann haben wir hier Hackschnitzel, hier haben wir die Essensreste und da haben wir Grünzeug, das verkauft werden kann. Der Ausgang ist dann hier dieses Tor, das sich nach außen öffnet. Ja, schön gemacht. Die nächste neue Mod heißt Bienenstöcke. Dieser kommt von Fujo, Downloadgröße 6,35 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Tiere und Bienen. Da sind diese zwei Bienenstöcke hier. Bienenstöcke aus Holz heißen diese, kosten 2000 Euro und 10 Euro Unterhalt pro Tag. Die nächste neue Mod heißt Schuppen mit zwei Buchten. Dieser kommt von BK Mods, Downloadgröße 1,42 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist zu finden im Baumenü unter Gebäude und Hallen. Ist dieser Schuppen hier, Kostenpunkt 2000 Euro. Ja, ein kleiner Schuppen. Es hat zwar Lampen hier, aber ich habe keinen Trigger gefunden. Um die einzuschalten, würde wahrscheinlich automatisch dann passieren. Wir kommen zum selbstgemachten Schweinestall. Dieser kommt von DDEX 96, Downloadgröße 12,25 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Tiere und natürlich Schweine. Das ist dieses Stück hier. Kostenpunkt 49.800 Euro. Und dazu gibt es auch unter Silos noch den entsprechenden Misthaufen, der hin platziert werden kann. Das ist also dieser hier. Täglicher Unterhalt ist bei 48 Euro pro Tag. Und hier können untergebracht werden 80 Schweine. Hier kann das Futter abgeladen werden. Hier können auch Strohballen hingelegt werden, damit auch die Schweine hier das entsprechende Bett bekommen aus Stroh. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod und zwar heißt dieser Keller. Dieser kommt von Piesel 360, Pschemek 24433 und Bartson V3. Downloadgröße 9,88 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden unter Gebäude und Silos. Ist dieses Gebäude hier, kostet 55.000 Euro zum Platzieren und 20 Euro Unterhalt pro Tag. Hier gibt es ganz viele Einstellungsmöglichkeiten. Also wenn wir hier hingehen, nehmen wir unten mal diese Luke weg. Dann können wir hier hingehen, diese Rampe quasi hinstellen, damit die Sachen aus dem Anhänger quasi zwischengelagert werden können. Und zwar betrifft dies Kartoffeln und Zuckerrüben. Sobald dies eingelagert ist, und zwar ist die Kapazität bei 100.000 Litern, kann das wieder geschlossen werden oder wenn man es dann wieder braucht, gibt man hier hin, nimmt das Förderband, stellt es hier hin und damit kann natürlich entsprechend auch wieder die Anhänger befüllt werden. Wenn man es nicht mehr braucht, geht man wieder hier hin und verstaut das Förderband.
Hier können wir noch das Licht einschalten, und zwar das Außenlicht. Machen wir hier wieder zu. Und dann können wir hier die Tür aufmachen. Haben einen kleinen, ganz, ganz kleinen Schuppen, der auch innen nochmal einen Lichtschalter hat. Da haben wir noch ein paar dekorative Objekte, die dazu gehören. Und damit ist das auch sehr, sehr gelungen. Wenn wir jetzt noch zu diesem Trigger hingehen, können wir die ganzen Markierungen ausschalten, falls das stört. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod, und zwar heißt diese Werkstatt. Diese kommt von Rajak, Downloadgröße 7,85 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Gebäude und Tools. Und zwar ist das diese Halle hier, kostet 150.000 Euro und 30 Euro Unterhalt pro Tag. Das ist diese Hörmannhalle hier mit zwei Arbeitsplätzen. Und Shop, das ist hier zu triggern. Leider, leider Gottes sind diese Arbeitsplätze nicht animiert, also man kann den Traktor nicht hochheben oder so. Das ist einfach rein dekorativer Natur. Natürlich haben wir hier auch noch den Lichtschalter, der da in der Gegend betätigt werden kann. Ja, das ist diese Werkstatt hier. Wir kommen zu der Donut-Fabrik, und zwar kommt diese von Airshaba, Downloadgröße 2,5 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist zu finden im Barmenü unter Produktion und Fabriken und ist diese hier, Kostenpunkt 20.000 Euro zum Hinplatzieren. Es gibt dann auch noch einen Verkaufspunkt, und zwar ist das dieser hier, der Donut-Verkauf, also Süßwarenladen-Verkauf, das ist dieser hier. Kostenpunkt 5.000 Euro. Und hier werden Donuts produziert. Und zwar benötigen die 4 Einheiten an Mehl, 3 Einheiten an Zucker und 2 Einheiten an Mehl. Wir kommen zum Strohhäcksler. Und zwar kommt dieser von Zottel Zockt, Downloadgröße 7,23 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist zu finden im Baumenü unter Produktion und Fabriken. Das ist dieses hier. Kostenpunkt 125.000 Euro zum Platzieren. Und hier wird produziert Häckselgut, also 750 Einheiten Häckselgut werden produziert aus 1000 Einheiten an Stroh, und das im Zyklus von 1200 Zyklen pro Monat, und das zu den Produktionskosten von 240 Euro pro Monat. Und wir kommen zu der letzten neuen Mod, und zwar ist das das kleine Backsteinhaus, ist zu finden im Baumenü unter Farmhäuser, und zwar ist dieses Backsteinhaus hier, Kostenpunkt 40.000 Euro zum Platzieren, und hat natürlich hier an der Tür den Schlaftrigger. Einen Umkleidertrigger habe ich nicht gefunden hier, aber das stört auch nichts. Das kann man ja überall von dem Menü aus auch machen. Dieser kommt von Barthe, Downloadgröße 8,16 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Das war es denn auch schon wieder von den Mods von heute, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch gerne den Daumen da. Holt euch doch das Abo ab, wollt ihr keine weiteren Inhalte auf diesem Kanal verpassen, wie zum Beispiel diese Mod-Vorstellungen, die ich fast täglich mache. Dann möchte ich jetzt euch schon wieder einen schönen Abend wünschen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns morgen wieder bei einer neuen Mod-Vorstellung und natürlich auch morgen zum Livestream um 19 Uhr. Ich bedanke mich nochmal, ich wünsche euch einen schönen Abend, danke, tschüss und hasta luego.